So, dann legen wir los. Herzlich willkommen. 17 Uhr haben wir es an diesem Donnerstag, dem 30. April 2020. Herzlich willkommen an alle in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und heute auch mit dabei, und das freut mich ganz besonders, ein Unternehmen aus Rumänien. Herzlich willkommen zu unserem Impuls-Zoom Durchstarten mit Haltung und Engagement. Gemacht ist das Ganze für Macher, gemacht für Gestalter. Also mit anderen Worten, für alle, die was bewegen wollen, also genau das Richtige für Sie alle, für euch alle. Ein kurzer technischer Hinweis für alle, die mit dem iPad heute mit dabei sind, damit ihr den Impuls-Zoom nicht abgeschnitten erleben müsst. Einfach auf dem iPad, auf dem Bildschirm, Doppelklick auf meine Nase, zack, zack, dann wird das Seitenverhältnis angepasst, weil sonst wird der Rand rechts abgeschnitten und das wäre ziemlich schade. So, dann testen wir jetzt den Chat. Und zwar mit einer meiner Lieblingsfragen, bei der man ganz schnell herausfinden kann, in welcher Gemütsverfassung das Gegenüber ist. Bitte nutzt jetzt die Chat-Funktion. Das seht ihr in eurem Fenster. Unten ist so eine kleine Sprechblase. Genau, so eine kleine Sprechblase. Und da könnt ihr dann direkt reinschreiben. Und es ist meine Lieblingsfrage, die ich an euch habe. Bitte vervollständigt mit nur einem Wort folgenden Satz: Die Welt ist voller Punkt, Punkt, Punkt. Was fällt euch spontan ein? Die Welt ist voller, schreibt's rein. Überraschungen, Möglichkeiten, Emotionen, Freude, wahnsinniger Energie, Chancen, wundervollen Erlebnissen, Ideen, Überraschungen in Chancen, Wunder, Herausforderungen. Farben, schöner Orte. Also ich sehe schon, ihr seid gut drauf. Mit anderen Worten, wir können loslegen. Vom kleinen Unternehmen bis hin zum Konzern. Unfassbar. Viele haben mir Rückmeldung gegeben in den letzten 5 Wochen, nach den ganzen Impuls-Zooms, die wir schon gemacht haben. Viele sind richtig angezündet, sind im Aktivmodus, wie zum Beispiel auch die Ursula von dem großen deutschen Autokonzern in Baden-Württemberg. Die hat mir geschrieben, sie hat sich von der Idee mit dem virtuellen Oktoberfest anstecken lassen und hat daraufhin gleich ein Online-Teamfrühstück umgesetzt und bei ihrer Mannschaft, und on top hat sie eine Tagesroutine für die Mitarbeiter im Homeoffice initiiert. Gut, die Mitarbeiter waren offensichtlich ein bisschen irritiert erstmal, hat sie gesagt, aber das ist, liebe Ursula, das ist bei richtig guten Ideen ganz normal, das gehört dazu. Viele von euch stecken im Moment auch gerade mittendrin in den Vorbereitungen für was Neues, für was Großes. Wie zum Beispiel auch die Firma Klaas Südostbayern. Die Firma Klaas Südostbayern, 120 Mitarbeiter, Landtechnik, die wirklich großen Maschinen, Mähdrescher, Traktoren, Häcksler. Und auch dort wurden, wie in vielen anderen Unternehmen auch, alle großen Kundenveranstaltungen im ganzen Jahr in 2020 abgesagt. Und deswegen plant der Geschäftsführer, das ist der Markus Tannbichler, der die letzten Donnerstage auch immer mit dabei war hier beim Impuls-Zoom. Er plant eine virtuelle Großveranstaltung mit, ich hoffe, ihr sitzt gut, 1000 Kunden. Virtuelle Großveranstaltung mit 1000 Kunden, eine sogenannte Grünland-Vorführung. Und der Markus Tannbichler, der hat mir vorhin von seinen Plänen erzählt und ich war auch extrem neugierig, wie denn seine Führungskräfte und seine Mitarbeiter auf die Idee des Online-Kunden-Events reagiert haben. Eine Grünland-Vorführung ist eine Live-Vorführung von Maschinen und Geräten, so wie es der Landwirt jetzt im Frühjahr, gerade zu dieser Zeit, den ersten Schnitt macht. Gras mähen, das Gras wenden, bis es ein bisschen angetrocknet ist, Schwaden mit dem Ladewagen oder mit dem Häcksler eben nach Hause ins Silo zu fahren. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Futterkette des ganzen Jahres für die Tiere oder auch für eine Biogasanlage, für was auch immer. Und da wollen wir, das wollen Menschen sehen, Motoren und Maschinen begeistern Menschen. Und darum wollen wir die Leute zeigen und die Vorteile von unseren Maschinen natürlich ausstellen. Das heißt, alles, was du vorher gesagt hast, das findet natürlich live, also vor Ort, Präsenz auf einem real existierenden Feld statt. Und die 1000 Kunden, die sind dann online zugeschaltet. So ist es. Wir gehen davon aus, dass die Reichweite größer ist, weil normalerweise wäre sowas ja regional, da kommen die Leute vielleicht aus einem 50 oder vielleicht 80 Kilometer Umkreis. Und jetzt virtuell gehen wir davon aus, dass unsere Reichweite, unsere Schlagkraft um ein Vielfaches erhöht wird. Wie haben denn die anderen reagiert, also der Hersteller und deine Mitarbeiter, als sie von deinen Plänen gehört haben?
Also das war ja echt der Wahnsinn, was da die letzten Tage und Wochen passiert ist, seit deinen Impulsen. Es ist ja aus verschiedenen Impulsen der letzten Wochen so zusammengefügt und die Idee ist gewachsen. Und egal, mit wem ich gesprochen habe, ob mit Kollegen, mit Geschäftsführerkollegen der anderen GmbHs, meinem Hersteller, der da mitmachen muss, es hat nur Begeisterte gegeben. Ich behaupte schon fast Fans von der Sache. Es gibt keinen einzigen Bedenkenträger und jeder von uns weiß, es laufen immer welche rum, die sagen, wow, ob das schon was ist. Die hat es nicht gegeben. Die sind begeistert. Die warten alle nur darauf, dass wir das umsetzen. Das ist was Neues. Die bezeichnen uns jetzt als Piloten, den die dann möglicherweise adaptieren möchten. Und du ziehst da mehrere Ebenen ein. Das heißt, das Thema Inszenierungsfreude von so einem Online-Event ist auch für dich ganz, ganz wichtig. Ja, selbstverständlich. Wir leben von der Emotion und wir haben mit verschiedenen Dienstleistern jetzt schon gesprochen. Wir versuchen auf drei Kanälen zu senden, dass der Kunde weinen kann, fährt er gerade in der Kabine mit, steht er am Feldrand da, wo er normalerweise zuschauen würde. Und wir haben eine Drohne oben drüber, die das ganze Feld im Überblick hat, sodass er verschiedene Tätigkeiten auf einmal sieht. Und wir machen einen Live-Schnitt und der Kunde kann sich selber, so wie bei Sky Sports, kann sich der Kunde die Perspektive selber aussuchen. Wir wollen die Menschen, wir wollen so nah wie möglich dran sein, die Menschen so richtig anteasern und begeistern. Unternehmer im Gestaltungsmodus, klasse, genau das sind die richtigen Impulse, die die Wirtschaft braucht. Wunderbar, lieber Markus, jetzt kommt die erste Frage schon rein. Was ist denn das für eine Maschine, vor der steht? Ja, also das ist der Glas Jaguar 970. Die Maschine kostet so um die 400.000 Euro, hat um die 800 PS und ist Weltmarktführer. Da ist unser Hersteller Glas, ist da Nummer 1 der ganzen Welt und das ist natürlich das Highlight der Vorführung. Die kommt ganz zum Schluss ins Spiel. Wenn das Futter dann weggefahren wird, dann kommt der Glas Jaguar ins Spiel. Sensationell. Markus, ganz viel Erfolg bei dem Kundenevent. Tolle, tolle Geschichte. Respekt. Danke dir. Das ist wirklich wunderbar. Wenn wir schon über Durchstarten sprechen, er ist wirklich das beste Beispiel dafür. Motto heute durchstarten mit Haltung und Engagement. Und ich bin erstaunlich oft im Vorfeld jetzt die letzte Woche gefragt worden, Haltung, also Engagement verstehen wir noch, aber was verstehst du denn unter Haltung? Und das fand ich sehr interessant, weil für mich ist eines klar, Haltung ist für mich das, was wir innerlich wie äußerlich verkörpern. Also wir alle, so wie wir heute zum Zoom gekommen sind, was verkörpern wir innerlich wie äußerlich? Das heißt auch Widerstände manchmal in Kauf nehmen. Wer sich in einer herausfordernden Zeit, wie zum Beispiel jetzt für andere, für einen Zweck oder für eine Sache engagiert, der zeigt meiner Meinung nach Haltung. Der zeigt, dass einem die momentane Lage nicht egal ist. Kundenbegeisterung ist auch eine Haltung zum Beispiel, kein Prozess, sage ich immer wieder. Da hängt sich wirklich jemand rein und will dem Kunden was Gutes tun. Mitarbeiterbegeisterung, ebenfalls eine Haltung. Also Haltung ist auch, wenn zum Beispiel eine Lehrerin jetzt eine Monatsmiete für einen Buchladen übernimmt, der aufgrund der aktuellen Situation in Schieflage geraten ist. Das ist für mich Haltung. Haltung ist für mich, wenn die schwedische Prinzessin Sophia im Krankenhaus hilft oder wenn Berliner Restaurants für Obdachlose kochen. Das ist für mich Haltung, weil ich so oft danach gefragt worden bin. Aber Haltung allein reicht natürlich nicht aus. Wenn man was bewegen möchte, da fehlt natürlich noch was anderes und das ist natürlich Engagement. Also zusätzlich zur Haltung braucht man natürlich Engagement. Es muss ja was passieren, es muss ja was umgesetzt werden, wie wir schon in diesem ersten wunderbaren Beispiel bei Markus Dambichler auch gesehen haben. Und Engagement bedeutet für uns alle, Zeit in eine Idee zu investieren. Also Arbeit in eine Idee zu investieren, vielleicht sogar ohne Geld, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten oder ohne vielleicht auch vorher schon zu wissen, ob sich dieses Engagement überhaupt bezahlt machen wird oder nicht. Also bei allen Ideen, die wir in den letzten 5 Wochen hier im Impuls-Zoom entwickelt haben, wissen wir von vornherein, ob die funktionieren werden? Nö, das wissen wir nicht, aber wir spüren es vielleicht. Wir wissen ja auch nicht, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Aber wäre das deswegen ein Grund, nicht in die Zukunft zu investieren? Schaut her. Als Rosa Parks 1955 sich im Bus weigerte, ihren Sitzplatz für den Weißen zu räumen, ist sie zur Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geworden. Haltung und Engagement. Nelson Mandela, der seine eigene Freiheit für die Freiheit anderer aufgegeben hat und gegen Unterdrückung und gegen soziale Ungerechtigkeit gekämpft hat. Haltung und Engagement. Der eine oder andere sagt vielleicht, ach, das ist doch alles viel zu anstrengend, viel zu aufwendig für mich. Wer bin ich denn?
die Krise ist doch viel zu groß und ich bin viel zu klein, ich kann doch gar nichts bewegen. Na, Moment einmal. Das Gute ist ja wirklich, ein Ziel erreicht man ja meist in kleinen, einzelnen Schritten. Also los geht's. Zum Beispiel Haltung und Engagement. Erstens, Hemmschwellen überwinden. Machen. Was hält dich zurück, durchzustarten? Oder wie ich es die letzten 5 Wochen auch gesagt habe, mit Kooperationen. Was hält dich davon ab, Kooperationen mit Partnern einzugehen? Was hält uns davon ab, kreativ zu sein, gerade in der Zeit und in Zukunft noch viel mehr? Was hält uns davon ab, mit dem Kunden wirklich zu kommunizieren, neue Ideen zu entwickeln, quer zu denken, wie wir es die letzten 5 Wochen auch gemacht haben? Ich meine ganz ehrlich, was könnte passieren, wenn man es einfach machen würde? Zweitens, wenn es um Haltung und Engagement geht, konkret statt viel, sage ich immer. Also konkret statt viel. Nehmt euch nicht alles auf einmal vor. Also allgemein die Krise zu managen, das ist vielleicht wirklich ein bisschen groß. Also eine konkrete Aufgabe raussuchen, ein Projekt raussuchen, an das man sich hinsetzt. Druckt euch von mir aus auch einen Zettel aus, DIN A4, hängt den über den Schreibtisch und da stehen nur 5 Wörter drauf, nämlich, was ist die eine Sache? Da steht drauf, was ist die eine Sache? Das legst du beim Schreibtisch vor dich hin und da fließt dann eure Energie hin, in diese eine Sache. Und drittens, Haltung und Engagement. Den Perfektionismus ablegen, das bringt nichts. Ihr wisst doch, was Bananensoftware ist. Bananensoftware ist die Software, die beim Kunden reift. Also nicht ewig lang mit eurer Idee im Labor rumtüfteln, bis ihr annähernd 100% erreicht habt. Fangt an, raus damit, haut's raus mit dem, was ihr machen wollt. Ärmel hochkrempeln, ins Risiko zu gehen. Ciao. Sheryl Sandberg, das ist die Co-Geschäftsführerin seit 2008, Sheryl Sandberg, die Co-Geschäftsführerin von Facebook, die hat gesagt, done is better than perfect. Also done is better than perfect. Mit anderen Worten, frei übersetzt heißt es einfach, machen ist besser als perfekt. So, und jetzt einer bei mir, das ist ein absoluter Vordenker. Ich freue mich total, dass ich den für heute für euch gewinnen konnte. Das ist eine wunderbare Persönlichkeit. Viele von euch kennen ihn aus The Taste, der wunderbaren Kochshow auf Sat.1. Vielleicht war der aber auch schon mal in einem seiner beiden Restaurants in Würzburg oder in Nürnberg. 2 Sterne hat er auf der Brust. Über 120 Mitarbeiter in Lohn und Brot. Viele davon momentan in Kurzarbeit. Und es ist sicherlich nicht einfach und er hofft natürlich, dass es endlich bald wieder losgeht mit der Gastronomie. Er sagt, solange das Spiel nicht abgepfiffen wird, machen wir weiter. Bei uns jetzt zu Gast Sternekoch und Vollblutunternehmer Alexander Herrmann. Und ich habe ihn vorhin zum Gespräch getroffen und wir haben gesprochen über Teams in der Krise, Feinschmeckerboxen als neues Geschäftsmodell und Haltung und Engagement. Gehen wir direkt rein. Kochst du vor Wut, weil die Geschäfte öffnen dürfen und die Gastronomie nicht? Es ist mir natürlich eins ganz klar. Wenn die Gastronomie geöffnet wird, dann passiert im Grunde ein Herdenzug sondersgleichens, weil nach irgendwie 6 Wochen Toilettenpapier, Wasser und Nudeln haben die Leute einfach, die halten es nicht mehr aus. Die wollen ja auch raus, die wollen ja auch auf die Terrassen dieser Welt und so weiter. Das heißt, dann würde alles, was wir gegebenenfalls eben aufgebaut haben, das würde wieder zusammenkrachen. Und ich meine, der Mundschutz, jetzt sind wir ja wieder dabei, wie sinnvoll der wirklich ist, sei dahingestellt. Aber mit Mundschutz in der Gastronomie, das funktioniert halt auch nicht. Also ich kann die Regierung verstehen. Ich habe schon vor ein paar Tagen, war mir schon klar, die werden uns nicht öffnen. Aber jetzt ist die Politik in einer Sackgasse, weil die Gastronomie wird unfassbare Probleme bekommen, weil wir keine Chance hatten, nie wirklich Rücklagen aufzubauen. Das ist einfach, der Kostendruck auch seitens des Staates ist zu hoch. Und deswegen ist natürlich die 7% Mehrwertsteuer war das große Ziel. Und jetzt ist es zumindest erst einmal so weit durch, dass wir das für ein Jahr haben, und zwar auch nur auf Speisen, aber immerhin. Das ist natürlich ein großer Wurf, auch wenn ich jetzt in dem Moment sagen muss, dadurch, dass die gesagt haben, das gilt erst ab den 1.7., habe ich auch das Gefühl, dass die uns vorher nicht öffnen wollen. Und das ist natürlich sehr spät. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Moment gehabt, an dem er wusste zu Beginn von Corona, oh, jetzt haben wir ein Problem. Wann war es bei dir soweit und wie hat dich dein Team dabei unterstützt? Naja, also fangen wir mal damit an, dass
in der zweiten Märzwoche, das war meine Urlaubswoche. Und ich kann mich noch genau erinnern, am Mittwoch früh höre ich so die ganzen Nachrichten, ich schaue so ein bisschen Frühstücksfernsehen so aus dem Hotelbett noch raus und denke mal, wenn ich am Wochenende zurückkomme, dann muss ich mir wirklich was überlegen, dann müssen wir uns mal zusammensetzen zu Hause. Am Mittwochnachmittag habe ich mir gedacht, na, da muss ich vielleicht jetzt schon Bescheid sagen. Und am Mittwochabend, als ich wiederum die nächsten Nachrichten hörte, dachte ich mir, ich glaube, das müssen wir etwas schneller machen. Und jetzt kommt gleich der Punkt, wo ich vor allem mental sehr berührt war. Ich kriege am Mittwochabend die Nachricht von meinem Team aus Würzburg und Nürnberg. Man hat sich zusammengesetzt in einer großen Runde mit 15, 16 Mann aus Team Nürnberg und Würzburg und hat schon überlegt, wie wir die nächsten Wochen mit dem Thema Corona umgehen werden. Und wenn ich dann zurück bin, dann wollen sie mir das präsentieren. Also diese Boxen, diese Feinschmecker-Boxen waren nicht meine Idee, sondern das war eine Idee, die aus dem Zentrum, aus dem moralischen Moment meines ganzen Teams entstanden ist. Entscheidend war, dass ich am Anfang, was die Boxen anging, ich habe mir gedacht, brillante Idee, das machen wir. Aber man muss natürlich festhalten, mir war auch klar, dass die Boxen, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt, eine moralische Chance, aber keine Umsatzchance sind. Mhm. Weil das, da können wir ja mal Tacheles reden. Ich meine, in so einem Hotel in Würzburg mache ich März, April, da legen wir jetzt von einem Umsatz von 350.000 Euro netto. In Nürnberg von dem Betrieb, dadurch, dass im März ja noch Messen angesetzt waren und das ist schon ein herber Verlust, da waren wir auch etwa bei derselben Menge, bei derselben Summe. Also wir reden davon, dass wenn ich jetzt März, April einfach zusammenrechne, dann reden wir von einem Millionenbetrag, der quasi nicht umgesetzt wird. So viel Boxen kannst du nicht verkaufen. Aber manchmal geht's nicht nur allein um diesen Hebel, sondern es geht um den moralischen Hebel, um das Team. Und das war mir klar, das hält das Team zusammen, das hält die Spannung zusammen, das hält uns am Leben, und zwar geistig, seelisch, moralisch. Und so sind die Boxen gestartet, und ich darf vorweg sagen oder jetzt noch ausholen, und sie sind ein wahres Erfolgsmodell geworden. Alexander, was glaubst du, wenn wir in die Zukunft schauen, wie sieht dein Geschäftsmodell der Zukunft aus? Womit wirst du Geld verdienen? Das heißt also, mein Geschäftsmodell für die nächsten 18 Monate ist durchhalten. Schauen, dass wir natürlich mit Kosten und vor allem den entsprechenden Einsatz es schaffen, die Gäste erst einmal für uns und zu uns zu gewinnen. Also wir werden uns für Sommerurlaube und so weiter, viele neue Dinge sind wir gerade entwickeln, lassen wir uns gerade einfallen. Und das ist jetzt eigentlich erst einmal das Wichtigste. Wir müssen wirklich durchhalten und natürlich sehr akribisch arbeiten. Letzte Frage. Wir haben ja am 9. Oktober ein gemeinsames Baby geplant. Ja. Wie das klingt, gell? Alexander Herrmann und Paul Johannes Baumgartner planen ein eigenes Baby. Am 9. Oktober wollten wir in Nürnberg unser wunderbares Sinfluencer-Festival durchführen, also Präsenz mit 150 eingeladenen Gästen. Was sagt dir dein Gefühl? Können wir 9. Oktober? Ja, den ziehen wir durch. Ja, da lassen wir uns nicht stoppen. Und wenn wir zu zweit da stehen und heute keiner kommt, ist auch wurscht. Ich wollte es gerade sagen, zur Not machen wir es beide alleine. Vielen lieben Dank, Alexander Herrmann, Vollblutunternehmer. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es ist jedes Mal wieder eine Freude, mit dir zu reden. Ich hoffe, wir haben bald wieder die Gelegenheit dazu. Ich freue mich schon drauf. Vielen herzlichen Dank. Es ist für mich eine Ehre, hier bei dir eingeladen zu sein. Und ja, ich wünsche jetzt natürlich allen eine gute Zeit. Kommt's gut da durch. Und auf dass die Unternehmen und die Mitarbeiter, die dastehen, mit viel Moral und mit viel Kraft, dass wir danach dann wieder durchstarten. Wir werden es schaffen, da bin ich sicher. Fertig, aus. Punkt. Inspirierende Persönlichkeit und genau der richtige Ansprechpartner auch ihr heute zum Thema Durchstarten mit Haltung und Engagement. So, jetzt habt ihr mir im Vorfeld, ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die vielen Fragen, die ihr mir im Vorfeld geschickt habt, und ich habe mich dran gemacht. Die Petra zum Beispiel fragt, sie arbeitet im Finanzbereich und sie fragt, wie können wir bankfachliche Kundenveranstaltungen digitalisieren? Liebe Petra, das ist relativ einfach. Also was man braucht, ist erstens natürlich eine stabile Plattform, um sowas zu machen, über die man das laufen lassen kann. Und zweitens braucht man natürlich ein gutes Konzept, gute Inhalte, wie man das spannend rüberbringen kann. Also nicht nach dem Motto, wenn alles schläft, nur einer spricht, so nennt man das den Unterricht. Also nicht frontal beschallen, eindimensional, sondern wirklich interaktiv machen.
mit Fragen, mit Antworten, mit Experten, die dazugeschaltet werden. Also wie eine Live-Sendung im Fernsehen auch. Inspirierende Impulse von außerhalb, mehrere Ebenen einziehen. Wenn nötig, muss man sich überlegen, muss zur Zielgruppe passen. Wenn nötig, noch ein unterhaltendes Element mit einbringen, damit das eine richtig schöne Mischung wird. Und vielleicht noch eine Idee auch, liebe Petra, vom Zielpublikum zum Mediapublikum. Also vom Zielpublikum zum Mediapublikum, wenn ihr auch eine digitale Kundenveranstaltung planen sollt. Also nicht überlegen, wer ist meine Zielgruppe, sondern eher überlegen, wer ist für welches Format geeignet, über welche Plattform. Ich würde es auch systematisieren, Peter, also nicht nur einen Schuss machen, sondern wirklich größer aufbauen als neuen Service- und Vertriebskanal. Machen, unbedingt machen, finde ich eine sehr gute Idee. Dann hat mich die Silvia etwas gefragt, was viele von euch auch interessiert, nämlich die Silvia fragt, wie komme ich an neue Kunden ran? Und sie sagt, die hören alle nicht mehr zu. Wie komme ich an neue Kunden ran? Die hören alle nicht mehr zu und machen einen großen Bogen um einen. Also, auch gestern, eine Idee von gestern, im kleinen Kreis haben wir ein 2 Stunden Intensivseminar, also ein Webinar gemacht. Und auch da ist die Frage aufgekommen, wie kann ich jetzt Neukunden akquirieren? Haben wir wieder zusammen quer gedacht, wie die letzten 5 Wochen auch. Und ich habe gesagt, ich würde mir jetzt 20 Firmen aus meinem CRM raussuchen, aus meiner Kundendatenbank. 20 Firmen, die ich richtig spannend finde. Und diese Firmen, denen würde ich auf dem Postweg eine Urkunde schicken. Eine Urkunde, richtig hochwertig, eine, die man sich aufhebt, weil die viel zu schön wäre, um sie in den Müll zu werfen. Inhalt der Urkunde, Sie sind unser Wunschkunde des Jahres. Sie sind unser Wunschkunde des Jahres. Oder wenn euch das vielleicht besser gefällt, könnt ihr es auch anders formulieren. Sie sind einer von 10 Wunschkunden, die wir gerne hätten. Urkunde per Post hinschicken. Warum per Post, kann ich euch sagen? Weil der Briefkasten aktuell der Werbekanal ist, weil er als einer der wenigen nicht verstopft ist. Diese Urkunde ganz hochwertig machen und dann aber auch erklären, warum denn die Wunschkunden sind oder warum der Wunschkunde ist. Da würde ich mich dann vorher ganz intensiv mit denen beschäftigen und sagen, Mensch, wir haben gehört, ihr seid kundenzentriert. Hey, das sind wir auch. Oder ihr habt ein wahnsinnig offenes Betriebsklima. Das sagen uns unsere Mitarbeiter auch nach von unserer Firma. Oder ihr seid Querdenker. Und schon wieder passt man zusammen. Also immer sagen, warum würdet ihr gut zusammenpassen? Recherchiert im Vorfeld, was für die spricht und dann sagt ihnen, was ihr gerne einbringen würdet. Und dann schreibt ihr noch hinten raus, wir würden gerne mal zum Wunschkunden kommen, einfach mal zu einem Gespräch, um zu schauen, ob wir wirklich so gut zusammenpassen. Tolle Geschichte. Das Ganze vielleicht noch unterzeichnet von den ganzen Mitarbeitern auch. Vielleicht sogar noch ein Foto von der ganzen Mannschaft mit dabei, auf dem sie alle persönlich unterschreiben. Ein tolles Konzept, ein erfolgsversprechendes Konzept, wenn es darum geht, Neukunden zu generieren. Jetzt und in der Zukunft. Oder habe ich auch gestern gesagt im Webinar, ihr mietet euch vielleicht eine Plakatfläche direkt gegenüber von eurem Wunschkunden, hängt ein Riesenplakat hin, liebe Firma XY, ihr seid unser Wunschkunde. Schreibt drauf, warum er euer Wunschkunde ist und bitte ruft uns an. Postet die ganze Aktion noch auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, egal wo ihr unterwegs seid. Erhöht damit vielleicht auch sanft den Druck auf euren Wunschkunden. Sorgt für Aufmerksamkeit in euren sozialen Netzwerken und vielleicht, wer weiß, werden sogar noch die traditionellen Medien, die Printmedien auf die Geschichte aufmerksam und ihr bekommt vielleicht nochmal on top in eurer Gegend, dort wo ihr unterwegs seid, wo ihr beheimatet seid, bekommt ihr vielleicht noch von der Zeitung on top kostenlos Publicity. Dann hat mich die Veronique gefragt. Die Veronique hat mich gefragt, ist es in dieser Krise ratsam, über die Gründung eines neuen Unternehmens nachzudenken? Kommt natürlich auf die Geschäftsidee an. Also ich würde investieren momentan in alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Ich würde investieren in alles, was mit Pflege zu tun hat. Und ich würde investieren in alles, was mit IT zu tun hat. Veronique, vielleicht kannst du die Situation auch antizipieren. Was spricht dafür, was spricht dagegen, dass das Geschäftsmodell durchstarten könnte? Also so eine klassische SWOT-Analyse. Oder vielleicht noch eine andere Idee. Mach doch mal Folgendes. Veronique, mach doch mal Folgendes mit deinen Freunden. Mach doch Höhle der Löwen. Mach Höhle der Löwen. Schnapp dir einen Investor im Bekanntenkreis, einen Berater, einen Banker, einen Unternehmer. Setz dich hin und lass dich kritisch befragen. Hast du Antworten? Kannst du überzeugen?
So ein Investorengespräch ist super, super spannend, weil die natürlich wissen, wo sie hingucken müssen. Die decken das natürlich alles schonungslos auf. Dann hat mich gefragt, der Walter mich gefragt. Und zwar hat er gefragt, was ist die wichtigste persönliche Eigenschaft einer Führungskraft in dieser Zeit? Fragt ihr euch vielleicht auch, wenn ihr Führungskraft seid, was ist die wichtigste persönliche Eigenschaft eines Unternehmers, einer Führungskraft in dieser Zeit? Ich weiß nicht, ob ihr diese Umfrage kennt von Statist, habe ich die gesehen, und zwar eine Umfrage der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft. Da sind 545 Managerinnen und Manager in Deutschland gefragt worden, welche Kompetenzen sind ihrer Meinung nach wichtig für eine Führungskraft, wenn sie ihre Mitarbeiter motivieren will. Ergebnis, nicht nur für den Walter, Ergebnis, was ist wichtig? Punkt Nummer 1, Begeisterungsfähigkeit, wenn man Mitarbeiter motivieren möchte. Punkt Nummer 2, Authentizität, wenn man Mitarbeiter motivieren möchte. Und Punkt Nummer 3, fand ich super spannend, Moderationskompetenz. Und das hat jetzt logischerweise nichts mit einer Moderation beim Radio oder beim Fernsehen oder bei einem Webinar zu tun, sondern Moderationskompetenz, moderare, lateinisch mäßigen, lenken, leiten. Also Moderationskompetenz. So eine Krise muss moderiert werden. Das ist gerade extrem wichtig. Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, Walter, hast meine Daten, melde dich einfach. Dann machen wir gemeinsam was. 17.26 Uhr. Meine Güte, was haben wir in den letzten Wochen, in den letzten 5 Wochen für ein Ideenfeuerwerk hier abgefackelt? Das war ja wirklich großartig. So viele konkrete Maßnahmen, wie man den Kunden empathisch erreichen und begeistern kann. So viele Ideen auch, wie man Mitarbeiter motivieren kann. Und das ist, ich bin Praktiker, bei mir müssen Dinge funktionieren. Alles andere langweilt mich. Alles 1:1 sofort umsetzbar. Die letzten 5 Wochen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung für jeden. Es konnte nicht jeder bei allen 5 Terminen mit dabei sein. Und deshalb gibt's das Ganze gebündelt nochmal. Plus on top viele neue Ideen, neue Tools, wie ihr eigene Ideen im Team entwickeln könnt. Plus neue Online-Formate, Kundenveranstaltungen, wenn der Außendienst eben die Kunden nicht mehr treffen darf. Plus Unterstützung von Experten, die ihr vielleicht dazu benötigt. Und das Ganze heißt, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen, Greatest Hits. Das ist ein Best-of mit den besten Kundenaktionen, mit den besten Tipps und Tricks, um Mitarbeiter zu motivieren in dieser Zeit, aber natürlich auch in der Zukunft. 90 Minuten, nächste Woche Donnerstag, 7. Mai, Greatest Hits live, Best of, die volle Dröhnung, in kleinerer Gruppe, ganz interaktiv. Der Termin steht schon auf der Website, ihr könnt euch jederzeit anmelden. Und jetzt, wir haben so wahnsinnig viele aktive Leute und Vorbilder gehabt in den letzten 5 Wochen, dass wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt fortsetzen. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viel, viel mehr davon. Es waren im Schnitt immer 100 plus Menschen mit dabei bei diesen 30-minütigen Impulsen. Und wir haben gesagt, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr davon. Viel mehr Menschen, die Lust am Machen und am Gestalten haben. Und solche Leute suche ich jetzt einfach, weil wir wollen eine Aktivgruppe machen, die sich austauscht, die vorangeht, die Meilensteine setzt. Aktivgruppe heißt das Ganze, Einzelpersonen oder ganze Firmen, die mitmachen wollen, gegenseitig Impulse setzen, viele Best-Practice-Beispiele, sofort umsetzbar. Schickt mir gerne eure Telefonnummer, ich rufe euch gerne an oder schickt mir vielleicht eine Mail, dann stelle ich euch das Ganze noch einmal persönlich vor. Was mir wichtig ist bei der Aktivgruppe, ich möchte auch wirklich nur die Aktiven drin haben, die da wirklich mitmachen wollen, die profitieren wollen. Maximal 20 Personen möchte ich haben, damit wir da wirklich Performance hinkriegen. Schreibt mich an, wer Interesse hat von euch, meine Kontaktdaten habt ihr oder die von meiner wunderbaren Mitarbeiterin, bei der ich mich noch recht herzlich bedanken möchte, auch Monika Nadotza-Simon. Wir haben uns in den letzten Wochen mit vielen Top-Themen beschäftigt. Lösungen war das erste Thema. Aufbruch das zweite Thema. Inspiration und Motivation war Thema des dritten Impuls-Zooms. Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmen war letzte Woche Donnerstag dran. Und heute haben wir gesprochen, 30 Minuten lang über Durchstarten. Lasst uns weiter durchstarten, beginnend nächste Woche Donnerstag mit den Greatest Hits, diesem 90-minütigen Power-Impuls, über den ihr noch mehr auf meiner Homepage erfahren könnt und in unserer künftigen Aktivgruppe, über die ich euch auch noch per Mail informieren werde. Ich freue mich sehr auf euch. Einen schönen Abend euch noch. Und bis bald. Macht's gut.